Liebe Musikantinnen und Musikanten, geschätzte Blasmusikfreunde aus dem Aargau und weiteren Kantonen. Ganz herzlich willkommen zur News-Sendung von Hashtag Blasmusik Aargau Studios vom heutigen 7. April 2020. Die Zeiten von Coronavirus, die sind nicht einfach. Uns alle beschäftigen das von morgen früh bis Nacht spät, bis wir ins Bett gehen. Die Gesellschaft ist betroffen, die Wirtschaft ist schwer betroffen davon. Wir hoffen auch, dass es aber nicht allzu viel auch gesundheitlich wirklich betroffen sind. Aber ja, das soziale Leben hat sich vollkommen verändert. Wir müssen lernen, dass man nicht mehr jede Woche einmal oder zweimal die Probe kommen kann. Dass man eine Vorstandssitzung kann einfach so haben am Stammtisch oder bei jemandem daheim. Ganz geschwiegen denn davon, dass man Konzert oder Anlass hat müssen absagen oder zumindest verschieben. Der Schweizer Blasmusikverband hat sich in den letzten Tagen und Wochen intensiv damit beschäftigt, Fragen zu beantworten, rechtliche Fragen rund ums Coronavirus, was es betrifft, zum Beispiel mit Dirigenten, die nicht mehr können die Probe leiten können, Kurzarbeit für Dirigenten oder eben auch Entschädigungen bei Ausfällen von Konzerten und Veranstaltungen. Und genau zu dem Thema hat es jetzt wieder ein ganz neues Blatt gegeben vom Schweizer Blasmusikverband, wo man kann downloaden und auch ein Formular dazu. Es geht dort um die Ausfallentschädigung bei Konzerten und Veranstaltungen, die man müssen absagen müssen. Teilweise kann man solche Entschädigungen überkommen vom Bund, denn der Bund ist sehr interessiert, dass man die kulturelle Vielfalt in der Schweiz behalten kann und auch in Zukunft fördern kann. Schauen Sie also auf der Webseite des Aargauischen Musikverbands und dort finden Sie alle die notwendigen Informationen. Per Ende März hat unsere bisherige Verbandssekretärin Patricia Erhardt ihr Amt müssen aufgeben. Sie hat geschäftlich ein grosses Engagement können übernehmen und durch das leider keine Zeit mehr gehabt, auch für den Verbandssekretariat zu leiten. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank der Patricia für ihr Engagement in den letzten Jahren. Wir hatten eine Ausschreibung in den Aargauer Musikanten plus den Newsletter und darauf haben sich einige Personen gemeldet. Es hat Gespräche gegeben und wir freuen uns, dass wir bereits seit dem 1. April eine neue Verbandssekretärin haben. Es ist das Sarah Neuhaus. In der nächsten Ausgabe vom Aargauer Musikanten werden wir Sarah genauer vorstellen, damit sie auch wissen, mit wem sie zu tun haben, wenn sie ein Mail machen als Sekretariat. aarg-musikverband.ch. Sarah, dir alles Gute für den Start und wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Wir kommen jetzt zum Mittelpunkt von unserer heutigen News-Sendung und zwar zum Interview mit dem Markus Steimer. Der Markus Steimer ist Musikkommissionsmitglied vom Aargauischen Musikverband und gleichzeitig auch musikalischer Leiter von der JPPA. Doch, was ist das? Fragen wir ihn doch gerade selber. Markus Steimer, Mitglied der Musikkommission vom Aargauischen Musikverband. Du bist gleichzeitig auch musikalischer Leiter von der JPPA. Was heisst eigentlich JPPA? JPPA ist die Jung Blasphilharmonie Aargau. Wir gehen jetzt dieses Jahr in die vierte Konzertsaison. Wir haben gestartet mit dem ersten Projekt sind wir gerade auf Zürich als Weltjugendmusikfestival. Da haben wir das Projekt mal mit einem ähnlichen Orchester aus Österreich. Und eben, letztes Jahr haben wir einfach mit Solisten Konzert gehabt, hier bei uns im Aargau. Und jetzt gehen wir bereits in die vierte Saison und ich freue mich riesig auf das Orchester. Es verändert sich jedes Jahr ein bisschen, aber es ist es ist bestückt mit sehr motivierten jungen Leuten aus dem ganzen Kanton und da freue ich mich riesig drauf. Das vierte Projekt, das du ansprichst, das wird im Herbst stattfinden. Weißt du genau, wann schon? Am Samstag, 19. und am Sonntag, 20. September, werden wir Konzert spielen. Das ganze Projekt fängt eigentlich nach der Sommerferie an, im August. Und wir werden nachher auch im September proben. Sehr intensiv.
und dann Konzert und das wieder fertig. Die JBPA, hast du gesagt, sehr intensiv proben. Wie wird denn das gemacht? Ist das ein Verein? Sind das immer die gleichen Leute? Wie setzt sich die JBPA zusammen? Nein, die JBPA besteht aus Projektteilnehmern. Das können im Prinzip jedes Jahr andere sein. Jetzt in diesen 4 Jahren hat man so viel gemerkt, dass es eigentlich zu einem grossen Teil immer ein bisschen die gleichen sind. Leute, die dazukommen und vielleicht altershalber auch wieder ausscheiden, je nachdem. Aber so der Stamm, würde ich sagen, zu 3/4 sind es eigentlich immer die gleichen Leute. Das merkt man ja auch, weil es konstant ein bisschen einen Aufbau gibt. Aber was ist, es darf natürlich jeder sich melden, der unter 25 ist, wenn möglich aus dem Kanton Aargau oder in einem Aargauer Verein spielt. Und ja, wir freuen uns eigentlich immer wieder neue Leute können aufzunehmen. Junge, talentierte Musikantinnen und Musikanten im Kanton Aargau. Was ist denn der Unterschied zwischen der JBPA und einer Jugendmusik im Aargau? Das Ziel wäre eigentlich, dass die JBPA ein Orchester ist, ein Auswahlorchester, wo die Leute, die mitspielen aus dem ganzen Kanton, können mitmachen. Aber sie müssen wirklich auf einem sehr guten Niveau schon spielen. Also das heisst wirklich fortgeschritten sein auf ihrem Instrument. Und ja, das Ziel wäre auch, dass das wirklich so ein Elitenorchester ist, aus allen Vereinen bildet mit jungen Musikanten aus dem Kanton. Und ja. Also, dass man so ein Elitenorchester auf der Jugendseite machen kann, wo man aber auch später auf Erwachsenenalter weiterführen kann. Ja, also das wäre einmal die Idee gewesen. Es hat ja die Blöße Philharmonie Aargau gegeben. Die gibt es im Moment, ist die ein bisschen auf Eis gelegt, weil man eigentlich immer Probleme gehabt mit der Besetzung einzubringen bei den Erwachsenen. Und da haben wir bei der JBPA viel bessere Erfahrungen gemacht. Also dort haben wir es bis jetzt jedes Mal geschafft, eigentlich ein Orchester, ein sehr gutes und gut besetztes Orchester auch. Auf beide Stellen, also wir reden hier von ungefähr durchschnittlich sind es so zwischen 50 bis 60 Musikantinnen und Musikanten gewesen. Das Ziel ist eigentlich schon, dass die JBPA etwas ist, wo neben dem Stammverein oder neben mehreren Stammvereinen, es gibt einige, die da auch in verschiedenen Vereinen spielen, dass das dort Platz hat und es sollte eigentlich so sein, dass man nicht müsste fehlen in der Musik, die man sonst spielt. Erzähl uns doch ein bisschen etwas von dem nächsten Projekt vom September. Was wird gespielt? Gibt es etwas Spezielles, ein Highlight? Ja, es wird auf jeden Fall viele spezielle Sachen haben. Also die JBPA spielt ja eben im Gegensatz zu den meisten Jugendmusikern, die wir jetzt so haben im Kanton, spielt die JBPA wirklich symphonische Werke, und zwar auf Niveau erst bis Höchstklasse. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel ein sehr interessantes Werk von Jan van der Roost. Sakan Jubilee heisst das. Das ist ein sehr spektakuläres, eindrückliches Werk. Technisch muss man da recht versiert sein und es tönt sehr brillant. Da freue ich mich drauf. Dann das Spezielle ist auch dieses Jahr, dass wir wieder Solisten werden, ins Rampenlicht drücken. Da haben wir das Hornkonzert von Richard Strauss, das erste, wo wir spielen. Der Solist wird der Beat Doch sein. Er ist seit dem Anfang bei uns dabei. Hat jetzt angefangen mit dem Hornstudium an der Hochschule. Und er wird jetzt das erste Mal als Solist zu hören sein. Dann ebenfalls sehr spannend wird ein Flöten-Solo sein von Barbara Seiler. Sie ist jetzt das zweite Mal dabei dieses Jahr. Sie spielt Fantasy on Bizet's Carmen. Also das ist die Carmen-Fantasie, also ein Bravourstück eigentlich für Flöten. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und was sehr speziell wird sein dieses Jahr, dass wir ein Stück spielen für Sopran- und Blasorchester. Also eines von den wenigen, wo wirklich original geschrieben ist für Blasorchester mit Solistin, also Gesangssolistin, Sopranistin. Und Julia Frischknecht wird das singen. Das Stück heisst I Shall Love But Thee. Das ist ebenfalls der Jan van der Roost, der das geschrieben hat. Und
Ja, auf das freue ich mich wirklich speziell, weil es einfach nicht so alltäglich ist, mit Sopran- und Blasorchester etwas zu machen. Klingt sehr spannend. Wie ist es denn jetzt, wenn wir auf so ein hochstehendes Konzert heranschauen, mit den jungen Bläserinnen und Bläser? Hast du erstens schon alle beieinander? Und die zweite Frage, die mich interessiert, wie ist denn das Niveau zum Beispiel zu anderen Kantonen? Gibt es ähnliche Projekte und wie stehen wir da denn im Aargau? Also zuerst in der zweiten Frage, es gibt auch in anderen Kantonen so Projektblasorchester in dem Rahmen oder so regionale Orchester. Also ich habe in Freiburg beispielsweise studiert und ich weiß, dass es dort dann auch so etwas gibt. Das Orchester hat sogar das letzte Mal auch am Weltjugendmusikfestival teilgenommen. Ich weiß auch, dass beispielsweise im Kanton Zürich gibt es auch ein Lager, wo aber auf höherem Niveau ist und so zu vergleichen ist etwa. Es gibt auch an anderen Orten noch solche ähnliche Orchester, eben beispielsweise, das ist jetzt nicht in der Schweiz, aber beispielsweise in Tirol, das Orchester, wo wir das letzte Mal miteinander Ich gespielt wollte haben. sagen, dort haben wir schon miteinander gespielt, Genau, oder? in Tirol. Und das ist auch etwas angedenkt, gerade unsere Nachbarn im Schwarzwald haben ebenfalls so ein Orchester, wo das besteht schon seit sehr vielen Jahren, dass wir mit denen dann allenfalls mal etwas machen. Auch das Ziel wäre, dass wir da eben nächstes Jahr ist wieder das Weltjugendmusikfestival in Zürich, dass wir dort wieder können teilnehmen können. Im Moment haben wir gut 40, ja, ungefähr 40 Anmeldungen und es langt also noch nicht. Anmeldeschluss ist jetzt eigentlich gewesen. Wir sind jetzt wirklich am noch das Orchester auffüllen. Interessanterweise haben wir jetzt dieses Jahr eher Probleme auf der Blechseite. Das Ja. heisst, dort müssen wir wirklich noch Leute suchen, vor allem auf dem tiefen Blech. Tuba suchen wir noch, Euphonium suchen wir noch, wobei dort haben wir jetzt gerade heute noch eine Anmeldung bekommen. Jetzt sind jetzt schon zwei, das ist gut. Aber Posaunen brauchen wir auf jeden Fall noch. Eben Tuba habe ich schon gesagt, Trompeten auch interessanterweise. Ja, sonst könnte man ja meinen, es hätte jede Menge Trompeten rum, aber die haben sich bis jetzt noch nicht angemeldet. Also wir werden hier mit dem Fumoka her da wirklich gezielt noch Leute anfragen, um auch wieder die Reihe können zu füllen. Gut, dann wünschen wir natürlich da viel Erfolg. Wir machen den Aufruf sicher auch über den Musikverband noch einmal, damit das Orchester auch 2020 zu einem grossen 50- bis 60-köpfigen Orchester kann ausgebaut werden. Markus, mal danke vielmals für die Informationen. Wir freuen uns sicher alle auf so ein Projekt, auf die Konzerte, die hier angesagt sind im September. Jetzt mal noch schnell persönlich. Du bist Dirigent von mehreren Vereinen. Du gibst Musikunterricht. Wie betrifft dich das Coronavirus? Ja, also bei mir ist wirklich seit einem Monat, jetzt läuft eigentlich kaum noch etwas. All meine Agenda hat sich innerhalb von 2, 3 Tagen eigentlich vollständig entleert jetzt. Und der Frühling ist eigentlich eine Zeit, wo sehr viel so stört laufen. Also alle meine Orchester und Formationen haben irgendwelche Aktivitäten, sei es grosse Konzerte oder kleinere Auftritte in der Zeit. Das ist wirklich alles abgesagt. Aber ja, man macht das Beste. Man probiert zu machen, was möglich ist. Genau. Dann wünsche ich viel Erfolg bei dem besten Machen daraus. Dir natürlich eine gute Gesundheit. Danke vielmals für die Informationen, Markus Steimer, über die JBPA. Und wir sind alle gespannt auf die Projekte und du natürlich sicher, dass es bald wieder weitergeht mit Proben, mit deinen Vereinen, natürlich ein Konzert, wo du dich kannst zeigen mit deinen vielen Musikantinnen und Musikanten, die du leiten. Danke vielmals, dir auch, André. Auch alles Gute. Bis Besten bald. Dank. Jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als Ihnen eine ganz schöne sonnige Woche zu wünschen. Und denken Sie daran, mit Abstand geht es besser. Kleine Gruppen sind erlaubt, größere Gruppen aber nicht. Auch wenn jetzt die Ostern kommen und man gerne mit der Familie auch neu mit den Bergen oder an den See in den Süden würde fahren, ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Darum bleiben wir daheim. Geniessen das Leben halt auf eine andere Art und Weise. Machen wir selber ein bisschen mehr Musik oder hören passiv Blasmusik vom Feinsten. Ich wünsche Ihnen im Namen vom Aargauischen Musikverband alles Gute, beste Gesundheit
und bis bald.